Einen sehr, sehr schönen guten Tag. Hier ist euer Mr. AS wieder. Wie gewünscht. Es wurde zuletzt gelöscht. Zumindest wurde nicht gelöscht. Mein Computer hatte ein Problem, beziehungsweise konnte die iPhone-Daten nicht mehr retten. Das KFC-Video war gestorben. Es wird ein neues geben, und zwar jetzt. Wir fangen erstmal an. Der Einkauf ist schon geschafft, liebe Community. Wir befinden uns hier noch vor dem KFC. Die Verkostung bzw. die Verspeise des Materials wird dann gleich erfolgen. Ich werde jetzt meinen Mask absetzen, damit ihr auch wisst, dass ich es bin. Aber wahrscheinlich ist das menschliche Gehirn schon darauf trainiert, Gesichter durch Masken zu erkennen. In Zukunft wird jeder ein Kriminologe, ihr wisst schon, egal. Und wird Verbrecher auch schon in vermummtem Zustand erkennen. Also alles kein Thema. Wir stellen jetzt erstmal die Produkte vor. Das ist einmal die Pepsi, die ich mir im vollen Umfang geholt habe. Macht sie bitte voll, es kommt Schaum. Den müsst ihr natürlich abwarten, bis er unten ist. Dann habe ich ein Komplettmenü. Zumindest sind die Pommes dabei. Die sollte man zwar mal gleich verspeisen, muss man auch gleich mal mit einem tun, wegen der Verkostung und der Knackigkeit. Ja, ich kenne mich da zu wenig aus. Aber da kommt dann noch mein Mayo dazu. Okay? Das zu den Pommes. Dann habe ich für euch, ich werde es später auch nochmal ausführlich testen, natürlich hier drei Flügel drin, wie man es in England sagt oder in Amerika, Wings natürlich. Ich hole erstmal einen raus. Jupp, die sehen so knusprig aus. Wir werden mal sehen und testen, wie sie sich essen. Ich weiß, glaube ich, nicht die scharfen, aber egal. Erstmal zu dem. Dann haben wir einen Classic Burger gekauft. Colonel Sadness, wer auch immer dieser Typ ist, ist wahrscheinlich der Erfinder von KFC, möglicherweise. Gucken wir mal kurz rein. Ja, das ist einer der Burger, den wir dann verspeisen werden. Dann, was haben wir noch? Ja, wir haben auch noch eine zweite Pommes. Ist wahrscheinlich nicht sehr anders. Genau, das ist die Beilage noch. Ich habe mir noch einmal Pommes geholt, weil man kann davon nicht genug bekommen. Ich weiß, hätte er nur eine andere Beilage nehmen können und hin und her. Egal. Ich brauche noch ein paar Pommes. Habt ihr die Burger und die Wings sind gut. Also, als nächstes haben wir den Tower Burger. Der zweite Burger, den wir uns dann noch gönnen. Der sieht dann so aus, sieht ganz nice aus. Sieht fast schon aus wie Beef. Ich dachte, etwas gelesen zu haben, aber bei McDonald's gibt es ja keinen Beef, beziehungsweise man fängt einen Streit an, dann hat man auf englischer Weise Beef. Wir verpacken diese Lebensmittel jetzt erst einmal wieder und werden sie dann noch einmal erwärmen und die Wings wieder rein. Mr. Eos geht jetzt erstmal ein Einkaufen und zwei Einkaufen und ein Zweikaufen, zwei Einkaufen, so zwei, kein, egal. Wir sind jetzt erstmal raus und sehen uns gleich wieder bei der Verkostung. Einen schönen kurzen Augenblick. Für euch, für mich eine etwas längere Zeit. Bis dann, Mr. Eos. So, Mr. Eos kostet für euch jetzt kurz die Pepsi. Es ist alles kein Problem. Strohhalm auspacken. So, Pepsi kosten, ich weiß, ist jetzt kein Thema groß, kosten wir die Pepsi. Ja, ich kann euch sagen, mir schmeckt sie besser als Coca-Cola, kann jeder seine eigene Meinung sein. Sie ist auch nicht so süß, aber man kann es definitiv machen. Mhm. Ich bin Pepsi-Fan. Und ich stehe dazu.
So, schönen guten Abend. So, jetzt bin ich wieder da. Wir haben die Burger in den Ofen getan, die Pommes und die Chicken Wings. Wir werden jetzt für euch verkosten. Jetzt bei Mr. Eos in der Vogelperspektive. In der Vogelperspektive. Nicht in der Vogelperspektive, die gibt es nicht. Und werden erstmal zu den Pommes kommen, die ich jetzt auch mit erwärmt habe. Es ging ganz schnell. Ja. Die Mayonnaise ist natürlich 0815. Da ist zwar Heinz drauf, aber die gibt mir jetzt nichts. Diese Mayonnaise ist ja 0815 bis leicht schmeckt mir nicht so. Aber man kann sie akzeptieren als Mayonnaise. Die Pommes sind sehr gut. Schmecken kartoffelig. Mhm. Kann man so machen. Das haben wir mit dem Pommes angefangen. Natürlich werden wir jetzt in einen Wing beißen für euch. Soße haben wir jetzt leider keine dazu. Das ist aber egal. Jetzt geht es ums Wing, um die Wings. Mhm. 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 Doch, das ist die scharfe Version. Hier brauchen wir keine Soße. Mhm. Ja, jetzt sehen Sie, Mr. Eos, wie er einen Wing vernichtet. Mhm. Ja, das kann man machen. Mhm. 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 Mhm, mhm, mhm. Sorry für die vielen Geräusche, sind Freudengeräusche. Mhm, mhm, mhm. Aha, mhm, aha. Mhm, mhm, mhm. Ja, mhm, mhm, mhm. Ja. Ja, ja, mhm. Ja, ich weiß, sind scharf, kann man so machen. Knochen bleibt übrig. Isst Mr. Eos jetzt nicht mit. Wenn ich esse, beiß jetzt erst einmal in den ersten Burger. Ich zeige ihn auch in der Nahaufnahme mit Kraut. Da habt ihr den da. Und das Chickenfleisch drin. Wir werden mal sehen, wie er jetzt so ist im ersten Anbiss. Den vollen Mund isst man nicht, spricht man nicht. Den vollen Mund isst man nicht, alles klar. Dieser erste Burger hier mit Körnern. Ist auf jeden Fall ein sehr auch leicht scharfer Burger, wie ich das ausschmecke. Oder ich habe es noch von den Wings in dem Mund, ich kann es nicht sagen. Mhm. Hier mittendrin natürlich wieder dieselbe Mayonnaise. Man könnte auch andere Soßen nehmen, aber es ist ja gerade mal so bei diesen Burgern. Im Burger natürlich ist kein Knochen drin. Vielleicht gibt es den einen oder anderen auf der Erde, der sich den Knochen wünscht. Im Burger. Aber Mr. Eos wünscht sich ihn nicht. Wir haben jetzt den halben Burger von denen gegessen. Natürlich werde ich ihn im Nachhinein wieder aufessen. Alles kein Thema. Jetzt kommen wir zu dem, zweiten Burger. Auch wieder Huhn. Wer soll das anders denken? Mit mehr Zwiebeln und anderem Käse drin. Wenn man hier die Klappe aufmacht und hier so reinguckt. Ja, die Geräusche ist fast ASMR. Nochmal eine andere Stelle. Ja, guckt hier rein. So. Das
waren die Nahaufnahmen. Man sollte nicht zu schnell sprechen manchmal. Jetzt beißen wir da rein. Ja, ich kann euch sagen, dieser schmeckt etwas besser. Das sind die beiden vorgewärmten Burger. Es sind keine Burger im Sinne von Bürgern. Ihr wisst Bescheid. Ich möchte bloß alle Branchen und alle Sparten von Menschen aufklären. Es gibt ja immer welche, die manches nicht wissen können oder wissen. Es ist ja jetzt nichts Negatives. Ich möchte euch noch helfen. Also, es sind keine Burger wie wir alle. Es sind Burger. Man kann hineinbeißen, was man mit diesen normalen Burgern nicht tut. Meistens jedoch. Man beißt nicht in Burger, in die Mitmenschen. Man beißt in die Burger. Okay, hätten wir das Thema auch gegessen, hätten wir das Thema auch verarbeitet. Und beißen jetzt nochmal richtig rein. Oh ja, die Zwiebel kommt ganz gut durch, die geröstete, bei diesem Burger. Ich müsste nochmal auf die Verpackung gucken, welche wer war. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Aber ihr wisst ja am Anfang des Videos, welchen ich wo rausgenommen habe. Ich bin nicht so bewandert in Burgern von KFC. Mein Urteil ist gesprochen. Dies ist ein sehr guter Burger. Dieser kommt an letzter Stelle, obwohl er nicht so schlecht ist. Jetzt werde ich schon mal testen, ob es der scharfe mit ist. Das einzige Scharfe waren die Hot Chicken Wings, die natürlich auch sehr schmackhaft sind. Wenn man das Scharfe nicht so mögt, sollte man nicht so viel davon nehmen. Mir reichen persönlich diese drei und die zwei Burger. Dies ist heute mein Abendbrot und ich denke, das ist mehr als ausreichend. Kalorientechnisch kann ich euch leider nichts erzählen, aber ich kann euch eine Zahl nennen. 1, 2, 3, 4 verschiedene Dinge. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile. Pommes zähle ich jetzt nicht, nein. In dem Sinne, denke ich mal, habe ich jetzt mein KFC-Soll erfüllt. Es gibt noch einen kleinen Abschluss, weil ich ja nicht so bin. Für die KFC-Freunde teste ich jetzt nochmal diesen Wing. Oh ja. Es ist eine leichte Schärfe, an die man sich gewöhnen kann. Aber ich denke, zu viel ist auch nicht so angenehm. Aber wenn man den Hunger verspürt, und eine große Portion von KFC holen möchte, an Chicken Wings, an Sirene, nachts, an Hot Chicken Wings, dann
ist sie. Vielleicht brennt es ja im Dorf. Nein, ich bin nicht bei der Freiwilligen. Ich glaube, die guten Kameras heutzutage nehmen das auch den Ton gut auf. So, jetzt hat die Sirene den Hot Chicken Wings einen Strich durch Rechnung gemacht. Nein, nur ein bisschen. Aber ja, ich muss euch sagen, wir kippen nochmal die Pommes rein. Ein Menü, was man auf jeden Fall machen kann. Macht es ja definitiv. Ich bin immer so. KFC ist nicht so aufgeschlossen gewesen, aber im Nachhinein ist es auf jeden Fall besser als Burger King, meine Meinung. Und es ist so, was die Hühnerteile angeht, gleich mit McDonald's. Okay, ihr könnt mich jetzt steinigen oder macht's nicht, aber es ist besser als McDonald's, okay. So, aber ich esse auch manche Produkte mit McDonald's, aber Fleisch ist KFC eine definitiv gute Alternative. Macht es. Mein Verständnis sagt, mein Geist sagt, fahrt lieber zu KFC als zu Burger King und McDonald's. Ich möchte keine Anti-Werbung machen, auch keine Herzschürung, aber meine Meinung ist, KFC kann man definitiv auch mal machen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend und bis bald beim nächsten Video, was auch immer es ist. Ciao, Mr. Eos. Ciao.